Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Borderland 3. So, Andi, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Ach, hier ist doch so ein Teil. Wir müssen hier hoch. Lift. 3. 2. Tschüss, Kabi! Alles abgekochen, Cabana ist im Menü. Kabi. Geht schon. Wisst ihr, was schlimm ist? Bazis sind so mega langsam. Braucht ihr noch Munition? Ja, bist du überall. Du hast jetzt 20 Minuten rumgedölmelt. Ja, ich habe mir eine Kippe gedreht, eine chillige. Rauchen ist schrecklich, lass das sein. Schrecklich. Schrecklich, ich rauche auch nicht, also lass das. Vom Computer. Ja, nicht mehr. Eine scheiß Raumstation. Und die Dinger, die sind ziemlich groß. Haben wir das schon mal? Ja. Eigentlich waren wir hier schon mal, aber was soll ich jetzt hier machen? Eine Ecke müssen wir finden. Ja, das war wieder klar, ne? Andi geht gleich aufs Kackhaus und setzt erstmal einen Neger ab. Aber das darf man nicht sagen. Er hat ins Scheißhaus gekackt. So. Sonst heißt es nachher wieder, ich bin Rassist. Erster Tag im Amt und jeha, ist es herrlich, der King zu sein. Ich hab verdammt hart dafür geschuftet, hab ne Menge Leute geschmiert und bin in mehr als genug Ärsche gekrochen. Aber das war es wert. Ich hab keine Gantler da. Victoria braucht einen wie mich, der es durch raue Gewässer steuert. Hart, fair und im richtigen Maße weltoffen. Und wenn dabei geile Hyäne zusätzlich bei mir hängen bleibt, dann nennen wir das Wahlkampffinanzierung. Es ist toll, Hyperion zu verlassen. Dort war ich nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschine. Hier bin ich ein dicker Fisch. Ich muss mal an meinen Metaphern arbeiten. Jedenfalls, die Zukunft ist rosig für Huckster Team Meredith alias Concordias neuer Bürgermeister und Sheriff in einem. Ist er jetzt fertig mit Quasseln? Wow. Bitte. Wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Ja! Ich habe um einen Gefallen getan, dass ich diesen hinterhältigen Verräterarsch gekillt habe. Du weißt, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Zerstört das Echo. Okay, ich such jetzt das nächste. Okay. Excellent. Machen wir jetzt hier so eine scheiß Echo-Runde oder was? Schnitzeljagd, Mutti. Genau. Ich hab Geld gefunden. Komm so. Alle Stillgestanden hier im Chor, ja, stellen Sie sich da hin und halten Sie Ihr Maul. Wo ist denn dieses scheiß Echo? Das. Der alte Bücherregal-Trick, was? Der alte Knacker war ein wandelndes Klischee. Er versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal. Und wer hat überhaupt noch Bücher? Hören wir spaßeshalber mal rein, was unser Freund... Alles läuft nach Plan. Ich bin reicher, als ich mir je hätte träumen lassen. Beliebt. Am Leben. Neulich kam Philo Simmons, der mit dem komischen Bein zu mir ins Büro und dankte mir für die Aktion Geld für Lebensmittel. Dankte mir, schüttelte mir die Hand, Tränen in den Augen, zitterndes Kinn und alles. Ich bin ein verdammter... Ich brauche mich. Nur, warum kann ich nicht mehr schlafen? Klar, ich habe nicht alles Geld für Lebensmittel ausgegeben, aber ich muss doch auch von was leben. Ich bin doch trotzdem, was diese Stadt braucht, oder? Können wir noch Dinge zerstören? Ja, bis der fähig gequasselt hat. Ja, ich kann mich ändern. Ich kann mich bessern. Einem wie dem wächst nicht über Nacht ein Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen aus dem Mund gestohlen. Klar, das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber der war nicht witzig. Alles klar, nächstes Echo. Spike! Oh, der mit seiner Bremse immer. Boah, das ist da drinnen, das Ding. Automat im eigenen Büro? Okay, das
Wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Ja. Ja. Geht nicht. Hör doch zu. Na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Sie kam letzte Nacht. Wow. Andi wieder. Brachte mich dazu, Hyperion zu verraten. Wegen dir. Was? Bin ich schon gehört. Deine Tussi wollte, dass das abgespielt wird. Oh. Mir reicht's. Ich gehe. Als ich ihr Geld annahm, spürte ich, wie das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan hätte. Ich hatte die Schlüssel zur Helios. Wenn ich gehe, lassen Sapedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Ich fange irgendwo nochmal von vorne an. Büße für meine Sünden. Büße für meine Sünden. Dass ich nur weglaufe. Ich verdammter. Ich bin doch der größte Arsch auf dem Mond. Es gibt einige Herrscher auf dem Mond. Aber ich bin der größte. Ja, endlich. Boah! DJ Boom und Rang. So, können wir jetzt weiter. Ah. Ich habe heute noch nicht das Wort zum Sonntag abgelassen. Ist diese Folge nicht Sonntag, dann tut's mir leid. What? Aber ich muss einmal das Wort zum Sonntag ablassen und... Ach, hat nicht geklappt. Toll. Oh! So, jetzt geht's mir gut. Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön, während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Bluff? Bring mir ihren Kopf, ich habe eine Idee. Oh, wie geil. Wird bestimmt gefallen. Na, komm auf her, Kopf. Start. Kopf abtrennen. Seine Statue ist hässlich. Verschwinden wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Das scheint mir alles andere als professionell. Ja, los, mach. Das wird dir gefallen. Kennst du die Rakete in der Stadt? Feuerwerk zünden. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ja, wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Okay. Auf nach oben. Mit dem Booster da, oder? Da. Ich hab was zu erledigen. Ich muss mich beeilen. Voll geil. Ach, wir so, haben jetzt okay, lange nicht gespielt, Leute. Irgendwie ist es jetzt auch immer wieder. Siehst du diese Spitze ganz da oben? Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur. Spring hoch und verpass ihr eine. Na los, Spike, mach ran. Ha, perfekt. Deine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. Okay, Zielkoordinaten eingeben. Mach ich. Aktivieren. Okay, es kann losgehen, Leute. Okay. Auf zum Planeten. Komm, Gabi. Wir reisen zum Planeten. Ja, los, bleibt mal drauf. Fehlt nur noch die passende Party. 3, 2. Hören. Genau, erstmal Musik. Yeah. Yeah, und tschüss. Oh. Haltet euch fest. Ja, ich die Fliege. Leute, sind da echt drauf. Wo fliegt sie hin? Das war super. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. Ich hab's gar nicht mehr gesehen. Ich seh sie noch. Echt? Ich seh die nicht.
Ganz bisschen sehe ich sie nur. Ein Pixel Geilze. Ist aber noch da. Aber sie ist auf jeden Fall über den Planeten rüber hergeflogen. Okay. Wart aber lange drauf, ne? Das ging. Also von hinten aus. Wenn man dahinter gestanden hat, sah das schon. Oh, von hinten, von hinten. Zwei gewissen, dass du es von hinten magst. Bahnhof. Jetzt wird wieder geballert. Jetzt wird eigentlich wieder geballert, ja? Haben wir jetzt hier lange genug Echos verteilt? So reisen, schön ballern. Andi, es tut mir leid, aber ich habe solche Blähungen. Ich habe in den Outlands ein altes Notsignal aufgeschnappt. Kann sein, dass jemand Hilfe braucht. Oder es gibt dort fette Beute zu holen. Ich lade. Gerne. Gerne. Und gerne. Fette Beute holen. Lass uns fette Beute holen. Aus unseren dicken Mapsen. Was ist das denn hier? Wir nicht hin. Da kann man reisen. Da müssen wir jetzt zu Fuß gehen, oder was? Mag ich sowieso lieber in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, eh nicht weit. Ja, aber dieses Allgemeine, also ich in dem Spiel gehe ich lieber zu Fuß. Die Atmosphäre hier ist seltsam. Was da wohl alles für ein Zeug reingepumpt wird. Als Kind dachte ich, dass man davon Albträume bekommt. Also habe ich immer die Luft angehalten. Kopf abschießen! Okay, das funktioniert nicht. Locker bleiben, ja, endlich. Und down. Komm, oh, gleich. Er hat den Kleinen getötet. Gosh. Okay, schnell weg. Noch? Ne, ein kleiner, normaler. Ich wollte gerade sagen, Alter, wie viel Badass sind denn jetzt hier? Wir kommen gleich jetzt noch. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Wo ist man denn hin? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ach, das ist klein. Karte. Oh ja, in dem Bereich, wo er nicht entdeckt wurde. Ich glaube, ich brauche Luft zum Atmen. Ja, hier. Achso, ja, dann haben viele Leute geschrieben, ja, ob Klepton Luft braucht. Nein, braucht er nicht, ist ja ein Roboter. wie das Spielverhältnis ist, also wie es sich anfühlt gegenüber Borderlands 2. Genau gleich. Meiner Meinung nach kein Unterschied. Also sie haben die Mechanik komplett gelassen, was für mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, richtig so war. Ja, weil das Feeling ist genau das gleiche und kommt auch gut rüber. Ja, wie das ist, das Spielverhalten ist hier mit Schwerelosigkeit. Keine Ahnung, also schwerelos ist man ja nicht. Es ist ja nur, man ist etwas leichter. So gesagt. So Leute, was müssen wir jetzt hier machen? Hier. Wir müssen hier lang. Ich finde die Quelle des Signals. Steht auch da oben links. Ja, das wird aber bei mir auf der Karte ganz woanders angezeigt. Ja. Bedeutet, dass wir hier nur durch müssen. Ja, das sind auf jeden Fall die Sachen, die ihr gefragt habt. Ach, Sauerstoff. Eigentlich, wenn euch Borderlands 2 gefallen hat, wird euch Borderlands 3 auch gefallen. Genauso dumme Kommentare in dem Sinne wie vorher. Ja. Suchen wir hier noch was oder gehen wir weiter? Wir haben hier nur noch ein gepanzerter
Kaka und dann tun wir durch. Ne, einen gibt's noch. Okay. Oh, das war's. Jetzt kommen wir weiter. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ja, ist lauf frei. Mal. Lauf mal einfach durch oder wollt ihr alles töten? Baby-Mobster, kannst du nicht mit anfangen. Haben hier wirklich sein soll? Oh, unsere Wand. Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Sogar die Felsen sehen aus, als ob sie einen abstechen wollen. Locker bleiben, habe ich gesagt. Was ist denn nur los heute? Das Was ist denn nur los dir? Heute? Was ist denn nur los mit dir? Das hat aber nichts mit Hip-Hop zu tun. Das hat aber nichts mit Hip-Hop zu tun. Oh, das ist ein kleiner Rechtachser. Ja, ein Badass. Badass. Oh, endlich schon. Ein Schuss, ganzes Magazin. Okay. LOL, Alter. Oh, hier nach hinten gewichst werden, Alter. Ich hab keine Muni mehr, Mann. Ich bin blank. Okay, nein. Ich sollte eventuell mal eine andere Waffe nehmen. Ein Schuss ganzes Magazin ab 27 Schaden auch gemacht. Ich peitsche ihn aus. Macht zwar 84 Schaden pro Schuss. Ich bin nicht tot. Arm ihn gleich. Okay, hol dich. Ja, das Kabi liegt immer voll rum, echt. Okay, weiter. Und hier nicht rumspringen, ist auch nichts mehr. Nein, aber ich sehe noch genug hier. Ich nicht. Ich habe einen auf dem Auge. Ja. Die Beute gehört uns. Los, Leute! Was habe ich dir über die Rüssel erzählt? Okay. Oh, und da wird's auch schon. So, einen habe ich. Andere ist auch tot. Kein Excalibastard hier? Sauerstoffniveau auf 50%. Kommt aus den Überresten von diesem Ding da oben. Gibt noch eine Möglichkeit, Munition sparen. Step around, step around. Ich will auch, ich will pupsen. Da, fertig. Nope. Oops. Schieße. Zack, tot. Tot. Ich hab auch gar nicht so die Munitionsprobleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch niemand. Tot. Zack, zack, alles eingesammelt. Weiter geht's, meine Damen, meine Herren, weiter im Action-Schritt. Hier geht's hoch. Ich bin oben. Warte, ich kann... Naja, nicht daneben. Gegengeknallt. Dein Gerät. Leise Riesel der Christus. Muss man den Sack festbinden. Sauerstoffniveau auf minus 50%. Mama. Eigenwillige
Schatz. Die kriegen ihre Kaution garantiert nicht zurück. Nö. Und deswegen sagen wir, das hören wir in der nächsten Folge. Tschüss.